Dass die deutsche Wirtschaft absolut am Boden ist, kurz vorm Kollabieren steht, das ist kein Geheimnis mehr. Darüber habe ich schon öfter hier berichtet. Und im Endeffekt ist das in Deutschland, glaube ich, auch schon Allgemeinwissen. Das kommt natürlich davon, dass man einen selbstverliebten Co-Kinderbuchautoren, der von Wirtschaft und von Tuten und Blasen keinerlei Ahnung hat, zum Wirtschaftsminister macht. Dann sind das die ganz natürlichen Folgen. Aber wenn jetzt gerade eben dieser absolut selbstverliebte Robert Habeck hingehen muss und öffentlich eingestehen muss, dass er versagt hat und dass seine Wirtschaftspolitik in die Rezession geführt hat, in die Deindustrialisierung geführt hat, dann sollten alle Alarmglocken angehen, denn wenn er jetzt schon selber sagt, dann steht es mit der deutschen Wirtschaft wirklich absolut grottenschlecht. Robert Habeck hat jetzt also zugegeben, dass die deutschen Unternehmen in einer tiefen Krise stecken. Er rechnet für 2024 und 2025 mit deutlich schlechteren Entwicklungen als bisher bekannt. Laut Süddeutscher Zeitung erwartet Habeck für das laufende Jahr, dass die deutsche Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozentpunkte schrumpft, das zweite Minusjahr in Folge. Bisher war der Grünen-Politiker von einem Mini-Wachstum von 0,3% ausgegangen. Ja, aus die Maus, damit hat es sich jetzt erledigt. Aber wer wäre Habeck, wenn er jetzt wirkliche Konsequenzen ziehen würde und sagen würde, okay, ich habe versagt, ich mache den Platz frei für einen, der wirklich vielleicht mal ein bisschen Ahnung von Wirtschaft hat? Nein, Robert Habeck verbreitet natürlich schon wieder Hoffnungsvisionen, die wahrscheinlich nur linksgrüne Träume sind. Und Habeck kann vor seinem geistigen Auge bereits das Ende der schweren Krise sehen. Er sagt bereits im nächsten Jahr wohl ein Wachstum von 1,1% voraus. Ich weiß nicht, ob er eine Glaskugel hat oder ob er bei irgendeinem Voodoo-Priester war. Vielleicht war er mal wieder im Amazonas, hat sich da als Häuptling ausgegeben und beim Medizinmann ein bisschen beraten lassen. Bei Robert Habeck ist halt all so ein Schwachsinn möglich. Aber selbst dieser von Robert Habeck da vorgeführte Hoffnungsschimmer von 1,1% Wachstum ist bereits weniger als zuvor ausgewiesen. Bisher war nämlich von 1,5 Prozentpunkten Wachstum ausgegangen worden. Also auch das hat er schon reduziert. Das Ganze ist aber auch nichts Überraschendes, denn der Wirtschaftsminister-Darsteller passt damit seine Prognosen nur an die wichtigsten Wirtschaftsinstitute an. Die hatten Ende September bereits die Daumen gesenkt und erwarten für das laufende Jahr ein leichtes Schrumpfen von 0,1 Prozentpunkte. Und etwas weiter in der Zukunft, wo Robert Habeck hoffentlich nur noch eine böse Erinnerung an die Vergangenheit ist, nämlich für das Jahr 2026, rechnet Habeck mit 1,6% Wachstum. Er hofft dabei, dass das geplante Wachstumspaket der Ampel seine volle Kraft entfaltet. Oh, und jetzt fragt man sich, was ist denn dieses Wachstumspaket der Ampel? Ist es wieder ein Doppelwumms unseres vergesslichen Kanzlers? Naja, das Paket bietet unter anderem steuerliche Verbesserungen für investitionswillige Unternehmen, Arbeitsanreize für ältere Menschen und ausländische Fachkräfte, den Abbau von Bürokratie sowie dauerhaft niedrige Strompreise für produzierende Unternehmen. Und so behauptet Habeck, die deutsche Wirtschaft könne in den kommenden 2 Jahren signifikant stärker wachsen, wenn die Maßnahmen vollständig umgesetzt werden und ihre Wirkung entfalten können. Dabei frage ich mich aber allen Ernstes, welche investitionswilligen Unternehmen gibt es denn noch, die in Deutschland investieren wollen? Der Trend geht doch dahin, dass die bereits in Deutschland bestehenden Unternehmen sich im Ausland aufstellen und Investitionen auch nur noch im Ausland gemacht werden. Und von ausländischen Investoren, die in Deutschland investieren, da brauchen wir ja gar nicht von zu reden, denn der Wirtschaftsstandort Deutschland ist erstmal grottenschlecht. Zusätzlich ist ja die Rechtssicherheit in Deutschland nicht mehr gegeben. Wenn ich jetzt ein chinesischer Investor bin und in Deutschland investieren möchte und dann schaue, wie mit russischen Investitionen umgegangen wird, die werden auf einmal eingefroren, weil angeblich
ich dann als Investor für den Krieg in der Ukraine schuldig bin, also als Chinese dann übertragen auf Taiwan, wenn da auf einmal ein Krieg stattfindet, wird meine Investition in Deutschland dann eingefroren, nur weil ich chinesischer Staatsbürger bin, vielleicht gar nicht mit dem Krieg in Taiwan da involviert bin. Aber diese ganzen Sanktionen und eingefrorenen Geldern sind natürlich auch eine Riesenabschreckung für eventuell potenzielle Investoren aus dem Ausland. Und ich glaube, die wird auch ein Robert Habeck mit keinem Reiz mehr nach Deutschland locken. Dann Arbeitsanreize für ältere Menschen und ausländische Fachkräfte. Wie wir unsere Regierung kennen, wissen wir ja, wie die Leute anreizen, nämlich mit Druck, auch Sanktionen, gestrichenen Geldern und so weiter und so fort, was ja nicht unbedingt schlecht ist, weil wer in Deutschland arbeiten kann, soll das auch machen und nicht dem Staat auf der Kasse liegen. Naja, aber wir müssen ja auch dahin gehen, was nützen Arbeitsanreize für potenzielle Leute, die arbeiten können, wenn die Arbeitsplätze in Deutschland reihenweise abgebaut werden. Die Unternehmen stellen doch gar nicht ein, im Gegenteil, sie schmeißen raus. Ne? Nehmen wir nur mal wieder VW, 30.000 Leute, zack, ab auf die Straße. Da haben wir noch nicht mit Zulieferern und sonst was gerechnet. Das ist ja eine Kettenreaktion. Wenn VW 30.000 Leute abbaut, dann hat das Umland ja auch noch dann zu leiden. Und dementsprechend ist das auch Schwachsinn. Dann die niedrigeren Strompreise für Unternehmen, wo sollen die denn herkommen? Ja, also wir haben unsere billige Energie auch durch schwachsinnige Sanktionen selbst gekappt. Wir haben uns da selbst beschnitten. Es waren nämlich die Politiker der Ampelkoalition, die gesagt haben, wir nehmen kein russisches Gas mehr. Im Gegenteil zu dem, was sie immer behaupten, Putin hätte den Gashahn zugemacht, das ist gelogen. Die Pipeline sind ja auch von irgendwelchen angeblichen Freunden unserer Ampelregierung in die Luft gesprengt worden. Entweder waren es die Ukrainer, wie es jetzt offiziell behauptet wird oder naja, offiziell so langsam zum Mainstream wird. Oder, was ich vermute, es waren die Amerikaner, weil die Ukrainer gar nicht in der Lage sind, solch eine Aktion zu machen. Also auch diese niedrigen Stromkosten, wo sollen die denn herkommen, Herr Habeck? Und so, denke ich mal, ist dieser Plan von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ich denke, dessen ist sich Robert Habeck auch bewusst, denn er sucht nämlich jetzt schon, bevor das Ganze in Laufen kommt, den Schuldigen, den er später den schwarzen Peter zuschieben kann. Und so fordert Habeck vor allem von CDU-geführten Bundesländern, bei dem Programm keine Blockadehaltung zu zeigen. Sie alle sollten zu einer spürbaren Erholung der Wirtschaftslage beitragen. Ja, da hat er dann schon die Schuldigen, wenn es nicht funktioniert, dann sagt er, naja, das lag ja an der CDU, die da eine Blockadehaltung hatte, oder sage ich mal, bis das Ganze zum Tragen kommt, ist er ja so oder so weg vom Fenster und wir haben dann ja leider wahrscheinlich eine Regierung mit Friedrich Merz als Kanzler und dann kann er dem das ja in die Schuhe schieben. Wir hatten ja den perfekten Plan, aber die CDU, CSU hat es dementsprechend schlecht umgesetzt. Und so hat sich das linksgrüne Spektrum dann wieder alles perfekt gemacht. Sie leben wieder in der heilen Welt, wo all die anderen schuld sind, weil sie ja die guten grünen Ideen einfach nicht verstehen wollen. Oder, naja, die höchste Eingeständnis der Schuld ist dann, naja, wir Grünen haben das nicht richtig erklärt, wir müssen besser erklären und dann wird unsere Politik auch besser angenommen. Nein, Robert und dein ganzes linksgrünes Angehangsel, wir verstehen ganz gut, was ihr da macht, was ihr vorhabt. Wir lehnen es bewusst ab, weil wir es verstanden haben und ihr braucht uns auch nichts mehr erklären. Bitte packt eure Koffer, verschwindet aus den Parlamenten und lasst uns in Ruhe. Damit die Grünen aus den Parlamenten verschwinden, hast du jetzt die Möglichkeit, dieses Video zu teilen und den Leuten, den potenziellen Wählern zu zeigen, lasst die Finger von den Grünen, die können nur kaputt machen. Vielleicht dann auch noch Ausreden dafür finden, aber mehr steckt hinter grüner Politik einfach nicht hinter. Und ansonsten gerne noch deine Meinung zu dem Ganzen unten in die Kommentare, falls du nichts zu sagen hast, einfach ein blaues Herz hinein. Das hilft dem Algorithmus dann auch nochmal zu teilen. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit dir die Videos auch angezeigt werden. Alternativ hast du noch die Möglichkeit, unseren befreundeten
Telegram-Kanal Cayman News zu abonnieren. Auch da werden die Videos kurz nach der Veröffentlichung bei YouTube dann nochmal verlinkt. Und so können wir dann die Zensur in den sozialen Medien etwas umgehen. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!